Was aufgeben? Auf gar keinen Fall. Was hast du gesagt? Ich glaube, ich habe dich nicht richtig verstanden. Halt dein Maul. Halt deine verdammte Fresse. Du mieses, kaltblütiges Miststück! Ich glaub's nicht. Wie kann es sein, dass der Pyjama dieser alkoholabhängigen Lehrerin aus Zigarettenstimmelhausen dir wie auf den Leib geschnitten sitzt? Man könnte meinen, ihr seid gleich alt. Warum bist du denn so gemein? Außerdem, so gut passt er gar nicht. Um die Brust herum ist er ziemlich eng. Hey! Ist es die Pubertät? Von so einem verfressenen Kindskopf wie dir möchte ich keine Frage über Pubertät hören, Dummbatz. Ha? Was soll das denn jetzt heißen? Selbst ein Blinder sieht, dass du wütend bist. Oder tust du nur so, damit ich mir unnötig Sorgen mache und du dir heimlich ins Fäustchen lachen kannst? Wenn das so ist, mag ich das gar nicht. Was denkst du von mir? Ist ja nicht so, als ob du mich leiden könntest. Warum sollte ich mir also deinen Quatsch geben, hä? Oder hast du gedacht, ich hoffe insgeheim, dass aus der Tragödie der letzten Tage eine romantische Comedy zwischen uns beiden entsteht? Was hast du jetzt? Warum guckst du wie so ein Hundewelpe, dem man auf den Schwanz getreten ist? Prinzessin. Oma! Ich hasse dich! Yen. So ein Pech.